Ja, ich grüße euch. Ich möchte uns ganz kurz hier mal über eine Aktie berichten, die ich mir gekauft habe vor ungefähr 6 Monaten. Die Aktie heißt Orocobre, ja, LTD. Ja, ich kann den Namen zwar nicht aussprechen, aber was machen die? Die kommen aus Rohstoff, ja, Rohstoffbranche und so weiter. Können wir hier mal gleich sozusagen eigentlich auch gleich mal googeln. So, jetzt bin ich natürlich im Hagebaumarkt gelandet. Oktober-Aktie. Tja, was machen die so? Bergbau. Ja, genau. Das ist sowas Ähnliches wie Vale, ne? Also in Argentinien sind die hauptsächlich und in Brisbane und so weiter. Also wir sehen schon, diese ganze. Ja, macht ultra unglaublich viel Gewinne. Und wir sehen es auch hier zum Beispiel bei so einem Edelmetallhändler. Ganz kurz nur als Beispiel. Ich will mich jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber hier habe ich, ja, den habe ich schon. So eine Münze, wenn man hier zum Beispiel sieht, na, dann bist du hier bei einer sogenannten Anlagemünze im Silber, jetzt nur mal als Beispiel, als Rohstoff. Hast du jetzt hier sozusagen einen Spread von 2,65 € exakt. Ja. Und das war bis vor einem Jahr über Jahre hinweg, ja, also wirklich Jahrzehnte, hattest du bei den Anlagemünzen beim gleichen Händler nie mehr wie 2 € Unterschied, ja, An- und Verkaufspreis. Ja, also man teilweise bis nur knapp über 1 Euro, schwankt auch je Münze und so, schwankt schon ein bisschen, aber das hat sich fast verdoppelt, ja. Und das hängt natürlich mit Supply and Demand zusammen, und auch mit Steuern. Ich glaube, die Steuern sind auch nochmal höher geworden. Okay, nur so nebenbei am Rande. Auf jeden Fall, ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Aktie. Und ich habe jetzt auch bei Benninger TV eine Frage gepostet in den Kommentaren. Kaufen, halten oder verkaufen? Fragezeichen. Bin gespannt, ob das beantwortet wird. Ich kann ja dann berichten. Ich glaube sogar, dass ich die Aktie irgendwo als Tipp aufgeschnappt habe. Ich glaube, es war bei einem von den Kanälen und Analysten. Ich glaube, es war Schnelltest heißt es, glaube ich. Ich glaube, es war Schnelltest. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.